Meine Damen und Herren, Sie wollen jetzt 150 Soldatinnen und Soldaten in den Nordirak schicken, um kurdische Peschmerge auszubilden. Das gibt so viele gute Gründe gegen dieses Mandat. Ich habe Ihnen heute 5 mitgebracht. Erstens, Sie bilden dort die Miliz einer politischen Partei aus. Nur um das einmal klarzustellen. Wir reden da nicht über die reguläre Armee des Irak oder des Nordirak, sondern die Peschmerga, die sogenannten Peschmerga, das sind Milizen von politischen Parteien. Da gibt es im Osten die Peschmerga, die gehören zur PUK-Partei. Oder es gibt die Peschmerga, die zur Partei des Präsidenten Barzani gehört. Es gibt noch eine dritte Partei, eine dritte große Partei im Nordirak, die Goran-Bewegung, die hat keine Miliz. Und die hat den Pech gehabt, weil ohne Waffengewalt haben sie überhaupt keine demokratische Teilhabe im Norden des Irak. Die werden am Betreten des Parlaments gehindert. Das ist die Situation, die wir im Nordirak haben. Selbst wenn sie Wahlen gewinnen, wenn sie keine Peschmerga haben, haben sie verloren. Und ich finde, Parteimilizen durch die Bundeswehr auszubilden, ist eine derart schlechte Idee, dass wir auch deswegen dieses Mandat ablehnen werden. Herr Otte, wenn Sie jetzt hier reinrufen, Märchenstunde, dann kann ich nur sagen, Sie haben vom Nordirak überhaupt keine Ahnung. Das wundert mich auch gar nicht. Sie haben natürlich nicht mit Regimegegnern gesprochen, Sie waren nicht an der Front, haben nicht mit Peschmerga geredet. Wer die ganze Zeit immer nur Klinkenputz bei der Waffenindustrie hat, für solche richtige Arbeit keine Zeit. Das ist wirklich Ihr Problem, was Sie da haben. Zweitens. Sie unterstützen mit diesem Mandat einen illegitimen Präsidenten. Es ist ja so, dass der Präsident Barzani, Massoud Barzani, seine Amtszeit seit 2 Jahren überschritten hat. Was hat er gemacht? Er ist einfach weiter im Amt geblieben. Er hat mithilfe seiner Peschmerga das Regionalparlament daran gehindert, überhaupt zusammenzutreten. Es gibt keine demokratische Kraft mehr, die ihn entfernen könnte. Es gibt die Situation, dass gewählte Abgeordnete des Regionalparlaments von Barzanis Peschmerga daran gehindert werden, überhaupt nur die Hauptstadt Erbil zu betreten, geschweige denn das Parlament. Und diese Peschmerga wollen Sie jetzt auch noch ausbilden, um diese undemokratischen Praktiken zu unterstützen. Ich verstehe Sie da einfach nicht. Auch deswegen nehmen wir dieses Mandat ab. Drittens, Frau von der Leyen, da komme ich genau auf Ihren letzten Punkt zu sprechen. Mit diesem Mandat treiben Sie die Spaltung des Irak immer weiter voran. Wir sind uns doch eigentlich, oder waren uns mal eigentlich alle in diesem einen Ziel einig, dass der Irak auf gar keinen Fall noch weiter in einzelne Regionen zerfallen darf. Dass wir eine inklusive, eine ausgewogene Regierung in Bagdad haben, wo alle 3 Bevölkerungsgruppen, die Sunniten, die Schiiten und die Kurden, gleichberechtigt vertreten sind. Weil wenn wir das nicht haben, dann wird der sogenannte islamische Staat immer stärker. Der hat denn doch den Boden, den Nährboden in den sunnitischen Gebieten, auf dem er stark geworden ist. Und deswegen muss unser Ziel doch sein, die Spaltung des Irak zu verhindern. Und jetzt machen Sie mit der Ausbildung der Peschmerga genau das Gegenteil. Sie unterstützen die eine Kraft, die einzige große Kraft im Irak, die die Spaltung will, nämlich die Kurden im Nordirak, nämlich Präsident Barzani, der doch immer wieder sagt, zuletzt im November, er will eine Volksabstimmung durchführen über die Bildung eines eigenen Nationalstaates. Den unterstützen Sie militärisch dabei. Politisch unterstützen Sie ihn mit dem Bundeswehrsoldatenmandat, aber Sie geben ihm auch die militärischen Mittel an die Hand, diese Abspaltung, diese Bildung eines eigenen Nationalstaates auch wirklich durchzuführen. Ich finde das einen absoluten Wahnsinn und deswegen lehnen wir auch dieses Mandat ab. Viertens, Sie unterstützen massive Menschenrechtsverletzungen. Frau von der Leyen, und die Antwort interessiert mich wirklich auch von Ihnen. Können Sie eigentlich wirklich ausschließen, dass die von Ihnen ausgebildeten Peschmerga nicht bei der Verhaftung von Regimegegnern eingesetzt werden, bei der Schließung von Menschenrechtsorganisationen, bei der Ermordung von Journalisten? Sie kennen doch auch den Fall von dem jungen Journalisten Vedat Hussein Ali, der im letzten Sommer von Barzanis Sicherheitskräften erst schikaniert, dann bedroht wurde und am 13. August umgebracht worden ist. Frau von der Leyen, wissen Sie sicher, dass da kein von Ihnen ausgebildeter Peschmerga mit beteiligt war? Ich finde, allein der Fall ist ein Grund, dieses Mandat abzulehnen. Und fünftens, um das auch noch mal ganz deutlich zu sagen, Sie unterstützen mit dieser Ausbildung verfassungswidrige Aktionen von Präsident Barzani. Die Peschmerga haben sich die Stadt Kirkuk in Verletzung der irakischen Verfassung einfach unter den Nagel gerissen. Und natürlich ist dadurch der Konflikt mit Bagdad eskaliert, denn in Kirkuk gibt es sehr viel Öl. Wir reden über Milliarden von Dollar. Und die Peschmerga haben sich
ausdrücklich gegen die irakische Verfassung das einverleibt, sagen, das ist jetzt kurdisches Gebiet. Das ist das, was Sie mit Ihrem Bundeswehrmandat unterstützen, die Spaltung des Irak. Manchmal verstehe ich wirklich überhaupt nicht, was in Ihrem Kopf so vorgeht. Sie wollen ein Regime militärisch unterstützen, das den Irak spalten will, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, dass die irakische Verfassung mit Füßen tritt, das von einem illegitimen Präsidenten geführt wird. Manchmal verstehe ich echt überhaupt nicht, wie Sie sich zu solchen Mandaten hinreißen können. Ich finde, Sie sollten es ablehnen. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportieren sollte, weder in den Nordirak noch in den Irak und von mir aus auch nicht in die Türkei. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das Wort für die Bundesregierung hat